Im Rahmen der Benefizspiele von Salzgitter zugunsten des Wir helfen Kindern e.V. spielte der SC Magdeburg am Samstag, den 30. Januar 2016 gegen die Ukrainer von HC Motor Saporoschia. Das Spiel verlief anfangs ausgeglichen. Nemanja Zelenovic mit dem 5:5 vor 1400 Zuschauern. Danach musste er einen Dämpfer hinnehmen. Ihn traf bereits nach 10 Minuten bei einer Abwehraktion ein Schlag ins Gesicht, Diagnose Nasenbeinbruch. Per Doppelpack verteidigte Michael Haas mit dem 9:8 die Führung. SCM-Neuzugang Jens Schöngard erhöhte in der 21. Spielminute zum 12:10. Dennoch gelang Saporoschia am Ende der ersten Halbzeit der Ausgleich zum 15:15. Zweite Halbzeit. In der 32. Spielminute erzielte Michael Haas erneut die Führung für den SCM. Unkonzentriertheiten sorgten aber dafür, dass die Grün-Roten plötzlich 17:20 hinten lagen. Die Mannschaft kämpfte, aber dennoch gelang ihnen am Ende nicht der Sieg. Der SC Magdeburg verlor mit 31:32 gegen den Champions-League-Teilnehmer HC Motor Saporoschia. Hier die Stimmen zum Spiel. Naja, Sieg ist Sieg, also das, oder wäre es gewesen. Eigentlich sind solche Spiele schon auch da, um sich Selbstbewusstsein zu holen, einfach mal Erfolgserlebnis zu haben. Wir haben das Spiel jetzt wieder verloren heute. Aber ich glaube, das ist im Vergleich zu unserem Auftritt in Dessau, ein deutlicher Schritt nach vorne war. Hat zu viele Tore kassiert, aber ich glaube, wir können da wirklich drauf aufbauen. Aber es gibt auch genug, was besser werden muss. Läuft schon viel runter. Trotzdem habe ich noch 2, 3 Fehlpässe zu viel. Aber das ist einfach dem geschuldet, dass ich noch nicht so wirklich genau weiß, wie sind die Laufwege von meinen Mitspielern. Das war jetzt erst mein zweites richtiges Spiel, weil in Dessau haben wir ja nur eine Halbzeit immer gespielt. Aber ich komme immer besser rein. Es macht mir unglaublich viel Spaß, mich zu zerreißen mit den Jungs. Heute haben wir, finde ich, eine ordentliche Leistung gebracht. Das ist eine absolute Top-Mannschaft, die auf Champions-League-Niveau viel erfahrene Spieler hat, richtige super Spieler. Und deswegen bin ich jetzt nicht unzufrieden. Klar hätte ich gerne gewonnen, einfach fürs Selbstvertrauen. Aber ich weiß auch, dass wir noch 10 Tage Zeit haben, die werden wir optimal nutzen. Dann hoffentlich hauen wir Leipzig weg.